Wir starten als erstes mit dem neuen Video von Tamematic, weil der hat wieder was mit mir hochgeladen. Und ihr wisst ja, Leute, wenn iCramix im Titel steht, dann interessiert mich das natürlich wie immer am meisten. Und zwar hat er hochgeladen: 7 Gründe, warum Menschen iCramix hassen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt auf die 7 Gründe, warum ich gehasst werde. Okay, Abfahrt. Like dieses Video und abonniere meinen Kanal, wenn du ein Fan von iCramix bist. Jetzt hast du auch die Chance, einen iCramix Adventskalender von mir geschenkt zu bekommen. Ich habe nämlich extra nur für alle iCramix-Fans in meiner Community einen iCramix Adventskalender gekauft. Chichi. Und werde den ganz einfach an meine aktivsten Zuschauer verlosen. Ich sag euch ehrlich, die iCramix Adventskalender sind ausverkauft. Ey Leute, wer mir auf Instagram folgt, der hat's auch gerade gesehen, ne? Das habe ich im Internet gesehen. Passt mal auf, diese iCramix Adventskalender, Leute, das ist zu krass. Das ist echt zu krass, wie ihr das feiert. Ne? Schau mal, ich habe das in meine Story geteilt. Da verkaufen Leute diese iCramix Adventskalender. Leute verkaufen die iCramix Adventskalender für einfach das 2,5-fache für das 3-fache einfach auf eBay weiter, weil die ausverkauft sind. Und das Krasse ist, da waren 1300 Leute, haben sich den Artikel angeschaut. Das ist zu krank, ne? Also wirklich, ihr habt diese Adventskalender. Wir hatten doppelt so viel wie letztes Jahr und ihr habt das wieder komplett. Also ihr seid zu krass. Ihr seid Real Talk krass, Leute. Nächstes Jahr mache ich noch mehr Adventskalender. Also tut mir leid für alle, die nichts bekommen haben, aber ne, wusste ich ja nicht, dass es so abgeht. Also ihr seid echt krass. Auf jeden Fall, bei Tamematic gibt es noch einen Zugang. Aber warte mal, Tamematic, was ist jetzt ein aktiver Abonnent? Ein aktiver Abonnent hat die Glocke auf meinem Kanal hier aktiviert, hat diesem Video einen Daumen nach oben gegeben und in die Kommentare Hashtag ThaiArmy geschrieben. Viel Glück an alle und jetzt let's go mit dem heutigen Video. Hey Freunde, Tamematic hier. Ich habe ja vor ein paar Tagen auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, wo ich euch gefragt habe, ob es da so die ein oder andere Sache gibt, die ihr an iCramix nicht gerade mögt. Was geht ab, Freunde? Eine Sache habe ich... Alter, nice. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Leute geschrieben haben, was sie an mir nicht mögen. Und zwar bin ich gerade an einer neuen Videoreihe dran und ich müsste von euch da draußen wissen, was ihr an iCramix nicht mögt. Oder was iCramix an seinen Videos oder Livestreams verbessern könnte. Ganz, ganz wichtig, Frau. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich ein mega Fan von iCramix bin und seine... Ehre. ...Videos wirklich feier. Aber es gab dann doch so die ein oder anderen Dinge, die ihr da draußen an iCramix nicht gerade feiert. Ey. Ich bin mir natürlich auch sicher, dass iCramix wieder dieses Video hier sehen wird. Also Grüße gehen raus an dich. Und ich blende euch jetzt einfach mal einen Clip ein. Ich muss aber sagen, ich finde irgendwie diesen bunten Disney-Hoodie, den Tamematic hier anhat, ich finde den irgendwie cool. Wo gibt's den? Ja, zeig mal. Stimmt. Wo ist denn her? Ich finde den cool. Und zwar wolltest du, Max, ja wissen, wo man hier diesen Disney-Hoodie herbekommt. Der ist cool, der ist echt Hoodie. Günstig, also 30 Euro oder so hat der gekostet. Ich werde ihn euch für alle Zuschauer euch, die nice. Ihm interessiert sind, ihn einfach mal in die Videobeschreibung packen. Ach, krass. Ja, der kostet 44 oder 45, der kostet gar nicht nur 30. Aber egal. Let's go mit dem weiteren Video. Ich werde das Format natürlich auch über andere YouTuber wie Standardskill oder SU machen. Das heißt, wenn ihr bei den nächsten YouTubern dabei sein möchtet, einen Instagram-Shoutout bekommen möchtet von mir, könnt ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Dort heiße ich einfach nur Tamematic.official und jetzt fangen wir schon mit der ersten Sache an. Ich habe wirklich super oft die Nachricht bekommen, dass iCramix anscheinend arrogant ist, dass er viel flext, dass er viel mit seinem Geld angibt und so weiter und so fort. Und ich muss mal wirklich auf diese Sprüche eingehen. Ich muss dazu sagen, ich kenne iCramix nicht in Real Life. Ich kenne nur seine YouTube-Videos und das schon seit einigen Jahren, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Und ich habe mit ihm schon das ein oder andere Mal auf Instagram geschrieben. Zwar nicht oft, aber ab und zu tauscht man sich dann doch mal aus. Und ich muss wirklich sagen... Schade, dass Leute denken, dass ich arrogant bin. Von dem, was ich bisher von iCramix kenne, von seinen alten Videos... Und von Instagram ist er ein super, super sympathischer Typ. Er hilft mir auf Instagram zum Beispiel direkt, wenn ich irgendwelche YouTube-Probleme habe, wie zum Beispiel Copyright-Claims oder so, dann gibt er auf jeden Fall anderen YouTubern direkt Bescheid und versucht mir direkt zu helfen, was ich extrem wertschätze. Natürlich muss man sagen, dass iCramix jetzt kein YouTuber ist, der gerade bescheiden lebt oder der jetzt nicht zeigt, was er irgendwie hat. Ja, ich meine, wenn er sich eine neue Uhr kauft... Ja, aber guck mal, das Ding ist ja auch so, Leute, für die Leute, die sagen, okay, das ist uncool, dass man sowas zeigt oder sagen, das ist arrogant flexen, Bro, ich würde mir diese Uhr als Beispiel oder Autos oder so, ich würde mir das doch so oder so kaufen. Ich zeig das ja nur, um so ein bisschen die Leute mitzunehmen. Also, checkt ihr, wie ich meine? So, ich kann mir das auch einfach für, oder ich bin ja mittlerweile, ich habe mich ja voll zurückgezogen. Seit ich damals ausgeraubt wurde, zeige ich ja nichts mehr so. Ich habe inzwischen neue Uhren gekauft. Ich habe inzwischen andere Sachen gemacht, aber ich zeig nichts mehr, weil ich einfach gemerkt habe, Leute gönnen nicht so. Aber ich war einfach damals, ich habe mir dabei nichts Böses gedacht. Ich dachte mir so, ey, die Leute, ich bin dankbar dafür. Ich dachte mir, Leute, helft mir. Oder ich habe so eine aktive Community, wir haben das zusammen so aufgebaut. Und dann dachte ich mir, tue ich euch auch so mit dran beteiligen, wenn ich irgendwie sowas Krasses mir so erreicht habe. So. Aber ja, ich weiß nicht, die Leute sehen das irgendwie anders so. Zeigt er sie euch. Wenn er zum Beispiel einen Luxusurlaub in der Schweiz macht, dann nimmt er euch mit hin. Was heißt mit hinnehmen? Ich habe in meinem Stream davon erzählt. In Form von Vlogs. Wenn er zum Beispiel ein neues Auto kauft, dann nimmt er euch damit. Das heißt...
er zeigt schon, was er hat, beziehungsweise was er sich kauft oder wie er seinen Luxus lebt. Vielleicht zeige ich immer noch zu viel. Vielleicht zeige ich immer noch zu viel. Und ich finde da wirklich nichts schlimm dran. Ich meine, Vlogs sind da, um einen mit in seinen Alltag mitzunehmen. Und wenn er halt solche coolen Sachen erlebt, dann ist das nun mal sein Alltag. Was soll er euch sonst zeigen? Und ich meine, nur weil man zeigt, was man hat. Und das, ich bin wirklich zurückhaltend. Also ich denke mir so oft, habe ich so zum Beispiel schon Insta-Stories gemacht und hab's dann aber wieder, hab die Insta-Story gespeichert, aber nie gepostet oder so, weil ich wirklich so mich ein bisschen bedeckter halten will, weil ich einfach nicht mehr will, dass Leute so Auge machen. So, ihr seht's ja, ich trage nie meinen Schmuck oder so irgendwas. Ich könnte... Ach, scheiß drauf. Egal. Und noch nicht gleich arrogant, oder? Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wenn der ein oder andere Zuschauer dann doch mal sagt, dass er Crimex ab und zu mal flext. Aber das ist doch gar kein Problem. Ich meine, er zeigt euch einfach, was er mit YouTube erreicht hat. Also ich sag Real Talk, Leute. Ich bin, wenn man das sagt, ist man ja wieder am Flexen. Sagen wir so, für so, wie es eigentlich gerade läuft, könnte ich noch viel, viel mehr zeigen. Mache ich aber nicht, sagen wir so. Ich finde auch, sowas dient jetzt zum Beispiel, wenn ich mir solche Videos anschaue, extrem als Motivation. Also ja, also ich habe sowas auch nie böse gemeint mit so, wenn ich Uhren oder Autos gezeigt habe. Real Rap. Also ich dachte mir nie, ich flex jetzt die Leute an. So, ich fand es immer so, so mehr so als Dankeschön. So, ich habe ja auch dann mich in den Videos immer so übelst bedankt und dachte mir so, Alter, ey, guck mal, was ich mir jetzt so gönnen konnte. Ich zeig das den Leuten, was wir so gemeinsam erreicht haben. Checkt ihr, wie ich meine? So sehe, was mit YouTube alles erreichbar ist oder was heutzutage generell in dem Alter alles erreichbar ist, dann motiviert mich doch das eher und ich bin doch dann nicht neidisch. Ja, also Thematic checkt so. Das war so. Da, mich nervt es doch nicht, wenn er zum Beispiel sein neues Auto zeigt, sondern man freut sich ja dann für den anderen, oder? Naja, ihr könnt jetzt mal gerne runter in die Kommentare schreiben, ob euch das Ganze stört oder nicht, aber ey, mich stört das überhaupt nicht. Naja, Freunde, machen wir auf jeden Fall mal direkt mit dem zweiten Punkt für heute weiter. Und da hat wirklich einer geschrieben, ich mag alles an iCrimex, aber dass er meine Nachrichten nicht liest, mag ich nicht. Und ich wette mit euch, Alter, könnte ich euch 1000 Euro... Yo, Alter, also es tut mir Real Rap leid, aber wenn ich alle Nachrichten beantworten würde, dann würde ich keine YouTube-Videos mehr machen können, weil ich den ganzen Tag dann nur mit Nachrichten beantworten wäre, so beschäftigt wäre. Das ist auch so... Ich kriege auch immer mal wieder E-Mails oder Nachrichten, wo Mütter mir schreiben so, ey, mein Sohn ist ein riesen Fan von dir, kannst du eine Autogrammkarte schicken oder so als Beispiel. Mir tut es dann immer so leid, den Leuten zu schreiben so, ey, nein, kann ich nicht. Natürlich, diese eine Autogrammkarte für eine Person zu unterschreiben und zur Post zu bringen, an sich könnte man schaffen. Aber da müsste ich das bei jedem machen. Und wenn ich für jeden Autogrammkarten verschicken würde, wie gesagt, hätte ich keine Zeit mehr, um Videos zu machen, sondern wäre ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, um Autogrammkarten zu unterschreiben, Nachrichten zu beantworten und zur Post zu gehen. So. Der Tag hat nur 24 Stunden so. Und ich bin meistens schon 10 bis 14 Stunden am Tag am PC und produziere Videos. Ich wette, dass iCrimex am Tag hunderte bis tausende Nachrichten auf Instagram... Ja, hunderte ist wahrscheinlich noch zu wenig, Bro. ...Instagram halt eben bekommt. Und er an sich schon mit YouTube und dem ganzen Zeug, vor allem jetzt mit den Adventskalendern, extrem viel Stress hat. Und vor allem, ich kenne es ja selbst als YouTuber, die Instagram-Nachrichten sind ziemlich, ziemlich oft einfach die gleichen. Kannst du mich in Fortnite adden, kannst du das und das. Es ist halt nicht gerade, also bei mir jetzt zum Beispiel, nicht so vielfältig. Ist bei ihm wahrscheinlich noch ein bisschen vielfältiger, weil er nicht nur die Fortnite-Community hat. Aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Und kein YouTuber der Welt also hat wirklich halt Zeit, so, auf jede Zeit, einzelne Instagram-Nachricht einzugehen. Es wird bestimmt Tage gehen. Also ich lese oft Kommentare, ich sage euch ehrlich, ich lese sehr oft Kommentare unter meinen Videos. Kann ich natürlich auch nicht jede Nachricht beantworten, aber immer abends, wenn ich so im Bett lese, lese ich mir nochmal so die Kommentare durch. Deswegen kriegen die auch immer alle Herzen und so, aber so die, alle Insta-Nachrichten, ey, I'm sorry, aber das kriegt man nicht hin so mit meiner Reichweite. Da wird iCrimex sich hinsetzen und Zuschauer antworten oder so, aber ich glaube jetzt nicht, dass er die Zeit hat, wirklich jedem einzelnen von den ganzen tausenden Nachrichten ausführlich was zurückzuschreiben. Also bitte nehmt das generell auch anderen YouTubern, die etwas Reichweite haben, wirklich nicht übel, wenn sie nicht auf eure Nachrichten antworten. Nicht. Denn vor allem auf Instagram wird man mit Nachrichten überflutet. Mhm. Naja, wisst ihr, was ja mal mega cool wäre? Ich denke, iCrimex wird sich dieses Video hier anschauen. Und wie cool wäre es einfach, wenn er diesem Jungen, der sich das so unbedingt gewünscht hat, einfach antworten würde. Ich meine, ihr habt ja den Instagram-Namen gesehen, iCrimex logischerweise auch. So, wie heißt der Paul Berger? Auf Ehre antworte ich dem jetzt, Leute. Auf Ehre. Okay, er hat halt wirklich schon öfter versucht, mir zu schreiben. Zack, ich gebe dem jetzt eine Antwort. Ich schicke ihm einfach so ein Bild. Ich schicke ihm einfach so ein Bild und schreibe Moin. Okay, Nico, jetzt hast du deinen Willen, du kleiner Paul Berger. Machen wir aber mal mit dem dritten Punkt für heute weiter. Und zwar hat der dritte Zuschauer geschrieben, dass er es hasst... Bro, öfter streamen. ...dass iCrimex so selten streamt. Er hat nämlich auf meine Story nur geschrieben, öfter streamen. Und da muss ich dem Zuschauer vielleicht wirklich ein bisschen recht geben, denn iCrimex streamt wirklich nicht oft. Also...
Der letzte Stream ist zum Beispiel 8 Tage her, das heißt, er hat über eine ganze Woche lang einfach nicht gestreamt. Ich denke halt einfach, dass sich iCrimex einfach viel mehr auf YouTube fokussiert. Ich meine, iCrimex ist ja vor allem ein YouTuber und kein Streamer. Exakt. Und so YouTube-Videos, vor allem GTA-RP, da ist man schon ein bisschen kapiert. Beschäftigt, sage ich mal. Und wenn man dann noch kapiert. Die anderen Kanäle hat und so weiter und so fort, dann raubt das natürlich schon extrem. Ich sag euch Real Talk, Leute, und das jetzt kein, nicht auf Mitleid oder so, aber ich bin wirklich am Tag, ich würde sagen, durchschnittlich 10 Stunden am Tag am Aufnehmen. Durchschnittlich, oftmals auch mehr. Ich stehe morgens immer um 8 auf, manche Tage gehe ich zum Sport, manche fange ich direkt an und dann bin ich nicht selten bis 10, 11, 12 Uhr am PC am Aufnehmen. Es ist Real Talk so. Und Leute, ich glaube, Leute sehen das gar nicht, so was da alles im Hintergrund dazugehört. Es gibt vielleicht Videos, die schneller aufzunehmen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel eine 10 Minuten Fortnite Hide and Seek Aufnahme macht, dann ist das wahrscheinlich schneller. Aber Bro, diese GTA-RP-Videos, die ich mache, die gefühlt alle in Spielfilmlänge sind, zwischen 20, 30 Minuten, die Mods raussuchen, die Mods installieren, man hat Modder angestellt, so, wisst ihr, wie ich meine, man zahlt Server, so. Man nimmt das auf mit den Jungs, dann ist man bei den Jungs dabei. Ich habe noch meinen Paulberger Zweitkanal, dann streame ich noch für den Drittkanal so. Das ist jetzt kein übertriebenes Geflexe. Ich bin Real Talk, ich würde sagen, durchschnittlich 10 Stunden am Tag am Aufnehmen so. Extrem viel Zeit und man braucht natürlich auch ein Privatleben. Ich denke, iCrimex hat jetzt mittlerweile auch schon wieder... Ich habe kein Privatleben. Ich hab aktuell kein Privatleben. Ich sehe meine Freundin am Wochenende. Und ansonsten unter der Woche bin ich nur am Hascheln. Deine Freundin heißt, dafür geht natürlich auch ein bisschen. Ich widme gefühlt diesem YouTube-Ding mein Leben. Und das ist jetzt gar nicht auf Mitleid oder so. Ich mache das mit Liebe, weil das ist meine Berufung. Ich liebe das, was ich tue. Aber man bringt halt Opfer so. Und das ist der Grund, warum manche Leute erfolgreicher sind als andere. Weil die meisten wollen keine Opfer bringen. Jeder will nur viel haben. Jeder will nur, dass es läuft bei einem. Aber niemand will zurückstecken. Und ich bin halt einfach schon immer, ich mache das, seit ich 15 bin. Und während halt andere am Wochenende, keine Ahnung, saufen waren, sich zugekifft haben oder whatever, habe ich schon immer das gemacht. Jeder will, dass es bei einem läuft, aber niemand will irgendwas dafür machen so. Und ich bin einfach schon immer jeden Tag am Machen so. Ein bisschen Zeit drauf und ich weiß jetzt nicht, wie iCrimex das mit Subscriptions handhabt. Ich glaube, auf Twitch kann man ja einen subscriben und das kostet monatlich Geld. Ist in der Hinsicht dann schon ein bisschen fragwürdig, wenn iCrimex vielleicht 2-mal im Monat online geht. Ich verfolge ihn auf Twitch tatsächlich nicht. Ob es sich da wirklich, keine Ahnung. Ja, Bro, aber guck mal, das Ding ist ja auch so bei mir, ihr wisst ja, diese Twitch-Ding hier, ich sag ja immer, bei mir, man hat ja nicht mal einen Vorteil, wenn man mich subscribt. Ich habe ja nicht mal den Subscriber-Only-Chat an. Ich sag das aber auch immer. Also, wer mich hier auf Twitch subscribt, da ist es einfach nur 100% Unterstützung so. Ich habe nicht einmal hier gesagt, ey, Leute, ihr könnt mir Prime-Subs oder so schenken. Bro, ich scheiß da drauf so. Schon immer. Ich bin hier auf Twitch, das ist für mich Freizeit so. Mache ich meistens, wenn ich Feierabend habe, wenn ich mit allem durch bin, dann streame ich noch. Ich habe noch nie hier einmal nach Subs oder so gefragt. Ihr habt im Prinzip nichts wirklich davon, wenn ihr mich subscribt. Das ist rein unterstützen. Wer sagt, er findet das cool, dass ich hier bin und mich unterstützen möchte, der kann subscriben. Wie zum Beispiel Elif hier, Dankeschön. So, aber niemand, ich bin ja nicht so, dass ich euch irgendwie Geld aus den Taschen ziehe. Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob es da sinnvoll ist, dass man sowas anbietet wie so eine Subscription, wenn man eh nicht oft online... Das hat ja Twitch, Bro. Dass man meinen Kanal subscriben kann, so, das ist ja... Geht. Ich weiß nicht, ob man das ausstellen kann oder ob die Preise dann einfach niedriger gesetzt werden. Da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Da will ich auch gar nicht zu groß sagen. Aber ja, ich meine, iCrimex ist halt eben vor allem ein YouTuber und halt eben kein Streamer. Okay, kommen wir aber mal direkt zum nächsten Punkt und der geht über iCrimex Aussprache. Und zwar hat ein Zuschauer geschrieben, ich weiß, er kann dafür nichts, aber er redet das Sch komisch. Was auch immer er damit meint, vielleicht hat iCrimex leichten Akzent, ich weiß es nicht, oder ich weiß nicht, was der Zuschauer meint, aber anscheinend spricht iCrimex das Sch ein bisschen anders aus. Spreche ich das SCH komisch aus? Es fällt mir persönlich nicht auf. Schreibt's mal. Oh, ich weiß jetzt nicht, was es damit zu tun hat. Vielleicht können da meine Zuschauer oder die Zuschauer auch im Chat von iCrimex ein bisschen weiterhelfen. Okay, manche schreiben ja, manche schreiben nein. Also es würde mich wirklich interessieren. So. Es kann natürlich sein, so oftmals spricht man ja so CH, spricht man dann wie SCH aus. So umgangssprachlich. So. Ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen dialektmäßig, wenn so ein bisschen Dialekt mitkommt. So. Aber in der Regel spreche ich halt Hochdeutsch so. Aber gut, wenn manche das so sehen. Findet ihr auch, dass iCrimex das so ein bisschen komisch ausspricht? Kann also sein. Mir ist das persönlich noch nie ich werde hier voll geroastet in dem Video. Aufgefallen. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht ein wichtiger Punkt, beziehungsweise er ist ein bisschen überflüssig. Deswegen machen wir direkt mal mit dem nächsten Punkt für heute weiter. Voll der nächste Punkt ist Punkt. Auch wieder ein bisschen ein größerer Punkt, und zwar, dass iCrimex kein Fortnite mehr hochlädt, beziehungsweise nicht mehr so oft oder wirklich in der letzten Zeit fast gar nicht. Yo, und dazu Fortnite. Muss ich auch sagen, Fortnite, das Spiel, ey Leute, es spielen super wenige nur noch das Spiel. Ich muss sagen, ich spiele es auch nur noch, wenn ich Gameplays zum Beispiel aufnehme, weil diese Zeiten wie früher, wo man wirklich stundenlang gesuchtet hat. Finde ich aber nice, dass Taymatic so real das zugibt und sagt, für ihn ist es nur noch Aufnahmeding. So. Und bei mir ist halt das Ding,
Fortnite kommt zurzeit wenig, das stimmt. Und ich sage euch aber auch immer im Stream, ich liebe Fortnite und ich finde auch, Fortnite ist ein gutes Spiel. Aber aktuell finde ich es sehr langweilig. Also ich habe seit einem halben Jahr kein Fortnite gespielt. Und ich habe auch aktuell sowohl für Videoaufnahmen als auch privat, ich habe kein Bedürfnis, Fortnite zu zocken. So, es juckt mich aktuell sehr wenig. Das hat aber nichts mit Hype oder mit Trend oder sowas zu tun. Das ist einfach nur, weil das Game macht mir aktuell keinen Spaß so. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr da bei euch wirklich... Schau mal gleich rein, V-Skills. ...ich noch das ganze Wochenende hinsetzt und Fortnite suchtet, aber mir geht das auf jeden Fall mittlerweile so, dass ich wirklich fast gar kein Fortnite mehr spiele. Die ganzen Veränderungen und so, ich komme da auch gar nicht mehr hinterher. Ich gehe einmal die Woche online und dann ist das ich ganze da Spiel nicht mehr schon wieder durch, komplett mit UFO verändert. Und alles ich komme da einfach gar nicht hinterher. Ich finde es auf jeden Fall richtig krass, wie viel Änderungen Fortnite da auch reinbringt. Mit neuen Waffen oder neuen Gegenständen oder neuen Superkräften, wie auch immer. Ja. Und generell interessieren sich halt deswegen auch nicht mehr so viele Zuschauer halt eben für Fortnite. Es gibt natürlich Vereinzelte, die finden es extrem schade, dass der YouTuber kein Fortnite mehr hochlädt. Aber man muss als YouTuber natürlich auch immer so eine Mitte finden und einfach auch, sag ich mal, nach der Mehrheit gehen. Ja. Was die meisten Leute feiern, was sich die ist meisten Leute so, reinziehen ja. würden. Ja. Und ich denke, das ist einfach momentan mehr GTA-RP als Fortnite. Ich muss persönlich sagen, mir fehlen die ganzen Fortnite-Zeiten wirklich. Man muss dazu aber auch sagen, dieses GTA-RP-Ding, ich habe das schon gemacht, bevor auf YouTube der Hype war. Es ist ja dieses Jahr, ist ja voll dieser GTA-RP-Hype gekommen. Bro, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz auf meinen Kanal. Wir gucken mal, wann ich das erste GTA-RP-Video hochgeladen habe. Bro, ich habe damit angefangen. Da war das auf YouTube oder auf Twitch dieses Jahr noch kein Hype Anfang des Jahres. Das kam danach erst. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Hype gesetzt habe. Das jetzt auch nicht. Aber ich habe dieses GTA-RP gemacht. Damit habe ich angefangen, bevor das im Hype war. Und Bro, jeder von euch weiß, ich habe mit GTA angefangen, meine YouTube-Videos zu machen. Also niemand kann sagen, du machst jetzt nur GTA, weil es gerade im Hype ist. Bro, ich habe GTA gemacht. Da hatten die meisten, die jetzt gerade im Hype sind, hatten da nicht mal ihren YouTube-Kanal oder Twitch so. Bro, ich mache GTA seit 2013. Da gab es die meisten nicht mal. So, ich bin gefühlt GTA sein Vater. So, das war mein erstes GTA-RP-Video im März, am 25.03. Am 25.03. habe ich das erste Mal GTA-RP-Videos gemacht. Also niemand kann mir sagen, du machst das aus Hype-Gründen. Ich habe das gemacht, da war das noch gar nicht im Hype. Aber ich finde das Video cool, so. Weil da höre ich jetzt mal, was Leute an mir scheiße finden. Und dann kann ich das klarstellen. Ist ein cooles Video. Amir, Kuss, Digga. Dankeschön für deinen Sub. Okay, schon extrem krass. Vor allem, wenn ich dann so TikToks mir anschaue, von wegen die OG-Zeiten in Fortnite, dann kommen schon so ein bisschen Flashbacks wieder hoch. Aber, ja, keine Ahnung. TikTok ist eh so eine kranke Plattform. Könnt ihr mir übrigens auch folgen. Das heißt, ich Timematic.official, habe einen ganz neuen Account gemacht. Nicer Übergang. Nicht Laserfin, sondern jetzt Timematic.official. Wie gesagt, ganz neuer Account, könnt ihr mir mal reinfolgen. Aber ich denke, ihr versteht das auch so, dass Fortnite halt einfach den Hype auch ein bisschen verloren hat, sich selbst ein bisschen kaputt gemacht hat. Und ja, ist auch so. Dass es den YouTubern halt auch einfach keinen Spaß mehr so macht. Ich denke auch, dass dieser OG-Vibe in Zukunft auch nicht mehr kommen wird. Nein. Ich denke, Fortnite, das ganze Kapitel ist langsam abgeschlossen so mäßig. Ich freue mich da viel lieber auf andere Games wie GTA 6 und so weiter und so fort. Also das wird mega, mega krass. Safe. Aber ich denke, Fortnite war auch vor allem für Crimex eine richtig prägende Zeit, generell für alle deutschen ja. YouTuber, generell für so viele YouTuber. Aber Fortnite war so eine geile Zeit, 100%. Und wir werden es auf jeden Fall nie vergessen. Der letzte Punkt ist wirklich interessant und zwar kommt der von einem eigenen Besitzer von einem GTA-RP-Server und jetzt haltet euch fest. Und zwar hat der sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass Crimex dieses Script-RP als real verkauft. Das heißt, wo er zum Beispiel Squid Game spielt, dass es halt alles einfach nur gescriptet ist und so weiter und so fort. Aber ja, letztendlich muss jeder selbst wissen, was er hochlädt. Und ich meine, vor allem auch dieses Script-RP, ich denke, die Zuschauer wissen, dass das alles gescriptet ist und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, ist da gar kein großes Problem. Die Prank Bros haben ja ihre Pranks zum Beispiel damals als real verkauft, obwohl es komplett gefaked war. Und dieses Script-RP, das dient ja eigentlich nur zur Unterhaltung. Und die Zuschauer wissen ja eigentlich schon, dass es halt einfach nur gespielt ist. Das, finde ich, sieht man auch. Und ich denke, da ist auch gar kein großes Problem. Keine Ahnung, Crimex, kannst du dich ja mal zu äußern, welche Meinung du da vertrittst oder was du dazu zu sagen hast. Aber ich finde, das ist jetzt kein großes Problem. Interessanter Punkt. Ja, die Videos, die wir machen, sind gescriptet. Stimmt, zu 100%. Ich habe auch nie was anderes gesagt. Ich habe auch schon immer, es steht überall so. In jedem Titel steht RP, was die Abkürzung für Roleplay ist, also Rollenspiel. Und in jeder Videobeschreibung steht auch Roleplay ausgeschrieben. Scripted heißt, dass man die Videos quasi spielt. So, das heißt scripted. Also, Tuan ist kein echter Charakter. Ich will euch jetzt, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, Tuan ist Amir. Paul Berger ist Russak so. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, Paul Berger ist nicht wirklich ein kleiner Junge so. Aber ist doch egal so. Ich habe ja nie gesagt, es ist real. Aber das Ding ist, die Jungs, Amir, Russak, also Amir mit Tuan oder Russak mit Paul Berger, wir haben ein Universum erschaffen. Diese kompletten Charaktere, dieses komplette Universum, das haben wir
alle im Laufe dieses Jahres haben wir dieses Universum erschaffen. Und wir haben jeden Tag geile Unterhaltung geboten. Und Alter, wie gesagt, wir haben überall immer geschrieben, es ist Roleplay. So. Also was daran verwerflich so? Wir haben niemandem was vorgemacht, wir haben niemandem was weggenommen so. Was ist daran verwerflich? Wir haben ein Universum erschaffen. Wenn ihr einen Marvel-Film schaut, wenn ihr Avengers schaut, Thor existiert leider auch nicht, Iron Man leider auch nicht. Es geht um die Unterhaltung so. Checkt ihr, wie ich meine? Und wir haben diese gesamte Familie in RP erschaffen. Ob es ein Turan, ob es ein Paul Berger ist. Paul Berger als mein Bruder. Dieses Haus, den Autoladen, Turan den Mafia-Boss mit seinem Tempel. Das alles haben wir erschaffen als eine, wie so eine Art, eine überlegt euch, ihr schaut eine Serie. Eure Lieblings-Netflix-Serie. Alter, Zahlen lügen nicht. Das ist das Erfolgreichste, was ich jemals auf meinem Kanal gemacht habe. Es frisst am meisten Zeit, am meisten Energie, am meisten Geld. Mods kosten Geld, Modder kosten Geld, Server kostet Geld, aber es ist das Erfolgreichste, was wir auch gemacht haben. Und mit jedem Video, wo ich hochlade, wo Leute mir kommentieren, Alter, danke wieder für den täglichen Content, hast meinen Tag gerettet. Bro, das macht mich so glücklich, das zu sehen. Und auch dicker Kuss hier an der Stelle geht nochmal raus, auch an Amir, der hier gerade im Chat ist, oder auch an Russak, falls du das später siehst. Mit den Jungs, wir haben ein absolut geiles Projekt erschaffen. Und jeder, der was dagegen sagt, Bruder, dieser Typ, der seinen RP-Server hat, ja, es ist kein reales RP, es ist kein RP-Server. Ja, und jetzt? Darf man keine Rollen sich überlegen und einen geilen Content machen so? Müsst ihr für euch wissen. Aber, Leute, war ein nice Video. Thematic, gut gemacht. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr auch die Sachen an mir hast.